hier wieder bei Biogartenreich. Heute ist der erste sehr schöne Tag, wo es mal richtig schön geregnet hat. Seit ungefähr 3 Wochen haben wir hier absolute Hitze. Heute ist der 24. Mai und ja, der erste Tag. Und es ist so schön zu sehen, die Pflanzen freuen sich jetzt über diesen Wasserreichtum, der heute Nacht über uns hereingebrochen ist. Und ja, und ich möchte heute dieses angenehme Wetter dafür nutzen, das Gewächshaus zu bepflanzen. Und das möchte ich euch zeigen. Ja, ihr Lieben, ich beginne jetzt die Tomaten einzupflanzen. Dafür werde ich mir erstmal hier die Erde schön lockern. Gedüngt haben wir natürlich wieder mit organischem Dünger. Das heißt, hier ist jede Menge Kuhmist im Boden. Schön verrotteter Kuhmist und ja. Man sieht, den Tomaten geht es nicht mehr ganz so gut. Die Wurzeln sehen nicht mehr ganz so gut aus. Aber das wird sich ändern, sobald die schön angewachsen sind. Dann bekommen die wieder ein richtig schönes, kräftiges Blattgrün. Und die erholen sich dann recht schnell. Ja, man sieht, jetzt pflanze ich hier die Tomate ein. Schön andrücken und dann geht es schon weiter. Ja, das ist ja jetzt hier eine Ochsenherztomate, die mag ich ganz besonders gern, vor allen Dingen in der Küche zum Kochen. Die ist sehr, sehr mild und richtig schön fleischig und die ist einfach sehr, sehr lecker, vor allen Dingen ja, für Tomatensoße und solche Sachen. Dann haben wir noch verschiedene andere Sorten, wie zum Beispiel die Kasachstan-Rote Flasche. Und dann ja, noch eine Ochsenherz und eine Olena Ukraina. Ja, ihr Lieben, kommen wir zu den Paprika. Dasselbe Spiel mit den Paprika, die müssen natürlich auch eingesetzt werden, eingepflanzt. Und ja, das mache ich hier gerade. Die sehen noch ganz gut aus, die dürfen jetzt hier schön kräftig wachsen. So, ihr Lieben, Schritt 1 ist getan. Das Gewächshaus ist jetzt soweit bepflanzt, erstmal mit Tomaten und Paprika. Und jetzt hole ich mir noch ein bisschen Brennnesselmulch. Den möchte ich gerne um die Tomaten legen und vielleicht auch ein bisschen um die Paprika-Jungpflanzen. Und dann wird noch der Basilikum reingepflanzt und der Salat. Ja, ihr Lieben, die Brennnessel ist ein absolut toller Stickstofflieferant. Ein ganz toller Mulch. Denn die Tomate liebt die Brennnessel. Ihr könnt sogar in das Pflanzloch Brennnesseln reingeben, mit Erde bedecken, die Pflanze draufsetzen und ihr habt einen ganz tollen organischen Brennnesseldünger. Ja, auch die Brennnesseljauche ist ein super Dünger im Sommer und wie ich die herstelle, das zeige ich euch in diesem Video. Der Basilikum ist nun auch eingepflanzt, eine super Mischkultur in Verbindung mit Tomaten. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Wir gehen einfach mal rein. So, wie man sehen kann, hier drüben stehen die Tomaten mit etwas Brennnesselmulch. Ich hätte gern noch viel mehr gemulcht, aber ja, es gibt leider unser Gott nicht her. Wir haben nicht genug Brennnesseln und wir wollen ja auch noch Brennnesseljauche machen und dafür brauchen wir auch noch welche. So, wie ihr schon sehen könnt, hier dazwischen steht immer mal so ein bisschen Koriander hier vorne und da ganz hinten kommt dann der Basilikum. Gucken wir mal. Da ist der Basilikum und die Tomate und Basilikum. So, hier geht es über in die Paprika und zwischen die Paprika habe ich dann immer noch so ein paar kleine Salatpflanzen gesetzt. So, da ist wieder eine Paprika da hinten. Und hier wieder einen Salat. Und so geht das weiter. Bis lang vor. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, ich schwitze trotzdem es heute nicht so warm ist. Aber es ist halt doch ganz schön anstrengend. Und ja, die ganzen Gießkannen immer vor und zurück schleppen. Das ist meine tolle Schubkarre mit den Gießkannen. Die fülle ich mir dann immer mit Regenwasser auf. Und damit kann ich dann immer schön mein Gewächshaus bewässern.
Ja, die Gießkannen, die stelle ich mir dann immer ins Gewächshaus rein, damit die sich schön aufwärmen und die Pflanzen dann mit warmem Wasser gegossen werden können. So, hops. Ja, ihr Lieben, im letzten Jahr hat das sehr, sehr gut geklappt mit den Tomaten und dem Basilikum in Mischkultur. Das war hervorragend und der Basilikum, der ist im Gewächshaus riesengroß geworden und wir konnten echt üppig ernten und Basilikumpesto draus machen. Ja, und auch Basilikum einfrieren und so weiter. Es war also super spitze, deswegen mache ich das jetzt immer so. Tomaten, Basilikum, Koriander, Salat, alles in ein Gewächshaus. Toll, oder? Also man spart Platz und die Pflanzen verdrängen sich nicht gegenseitig. Im Gegenteil, sie unterstützen sich gegenseitig und das ist das Tolle an der Mischkultur. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet vielleicht ein paar Inspirationen für euch mitnehmen. Ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bleibt gern dran, schaut unsere Gartenrundgänge, dann werden wir auch immer ins Gewächshaus gehen und dann werdet ihr sehen, wie sich die Pflanzen entwickeln im Sommer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!